Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Morgen ist für mich Race Day bei der olympischen Distanz in Bad Tölz und ich habe diese Woche deswegen um einiges weniger trainiert. Trotzdem noch geschaut, dass ich das Radvolumen relativ hoch halte, weil das ja sehr Low Impact ist. Und ich war auch noch einmal schwimmen. Wenn euch grundsätzlich dieses Vlog-Format gefällt, dann lasst es mich gerne am Ende des Videos in den Kommentaren wissen. Dann mache ich sowas in Zukunft öfter. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt in den Vlog. Eine Feierabendrunde. Es ist Dienstagabend. Ich war gerade knapp 2 Stunden mit einem Kumpel radeln. Durch München radeln ist einfach ein Schmarrn. Ich bin für ein paar Tage in München und habe komplett vergessen, das Video als Vlog aufzunehmen. Aber jetzt die erste Trainingseinheit geschafft. Jetzt kommen ja noch ein paar. Und ja, wie gesagt, es gibt die Trainingswoche bis Samstag, weil am Sonntag die olympische Distanz ansteht in Bad Tölz. Also 50 Kilometer sind geschafft, an 3 Anstiegen mal gedrückt, ja, auch mal wirklich einen Bergsprint gemacht, so 1 Minute, 30 Sekunden und ja, ein bisschen Rennintensität reingebracht, aber Puls 125, größtenteils eine lockere Ausfahrt, also alles easy. Und ich muss sagen, durch München fahren ist irgendwie ein Scheiß, also 15 Kilometer, einfach nur rein raus pendeln und dann der Rest ist relativ schön. So, Mittwoch, wieder auf dem Rad unterwegs, diesmal aber pendeln zur Schwimmeinheit, auch noch auf so einem alten Mountainbike und ja, jetzt geht es erstmal hardcore schwimmen. Ich treffe mich jetzt nämlich hier mit einem Kumpel, der teilweise Triathlons gewinnt und ich bin noch nie mit ihm geschwommen. Mit Lagen, Sprints, ein bisschen auf olympisches Distanztempo und jetzt geht es wieder 6 Kilometer circa zurück oder 5, ich weiß nicht genau. Und ja, dann war das die Schwimmeinheit heute und halt ein bisschen hin und her radeln. So, steht eine kleine Radrunde an, deswegen nochmal ein Pre-Workout-Snack und es ist auch die letzte intensivere Einheit jetzt vor der olympischen Distanz. Es ist Donnerstag und ich glaube, da brauche ich auch mal ein paar Tage Ruhe. So, ich sitze jetzt seit 5 Kilometern auf dem Rad. Gestern noch 2 Stunden Bouldern gewesen. Deswegen ziemlich viel Muskelkater. Und ja, jetzt letzte intensive Einheit. 3x5 Minuten in TT. Bisschen Pause dazwischen. Ich bin jetzt gleich auf der Olympiastraße Richtung Starnberger See. Fahre ich noch ein bisschen locker in TT. Dann geht's los. Aber da werde ich wenig filmen können, weil da doch ein bisschen Verkehr ist. So, das erste Intervall habe ich jetzt gemacht. Bin am Turnaround Point. Und da geht es jetzt gleich wieder bergauf. Bin auch gerade schon in die andere Seite bergauf gefahren, 5 Minuten circa. Das war ziemlich anstrengend, die Beine sind ziemlich schwer. Also ich muss dann definitiv noch recovern. Mein Plan war es so von der Erholung, dass ich mich so viel wie bei der Rennsimulation, zweites Video auf diesem Kanal, ich verlinke es hier, weil da war echt alles super und wenn ich das hinbekommen würde in dem Wettkampf, dann wäre ich super, super froh. Vielleicht ein bisschen schneller, aber deswegen heute nochmal intensiv, 2 Intervalle noch und dann Erholung bis Sonntag. Locker schwimmen, locker radeln, vielleicht noch Transitions üben, aber jetzt erstmal 2. Intervall. So, da geht's wieder weiter. Der 2. und 3. Intervall ging ja auch noch ganz gut. Ich fahre jetzt wieder zurück nach München. So, es ist Freitagabend. Jetzt schon fleißige Carb-loaded die letzten Tage, auch gestern Abend und so. Also schon ziemlich viele Carbs gegessen. Ich habe heute gar nichts gemacht. Also ich bin jetzt einfach eine Runde spazieren, nochmal ein bisschen Bewegung sammeln. Ich schaue dann meistens, dass die Nacht, die vorletzte Nacht vor dem Wettkampf nochmal ganz gut wird. Ich will zwar einen Wettkampf natürlich abliefern, aber das Ergebnis ist am Endeffekt sowieso, naja, kann man jetzt schlecht abschätzen mit der Laufpause.
allzu schlecht sollte es nicht werden, aber es wird jetzt auch nicht so, wie ich mir das Ganze vorgestellt habe vor ein paar Wochen. Deswegen ja, werde ich das auch relativ locker und entspannt angehen. Ich habe zwar meine Ziele, die werde ich dann, glaube ich, einfach mit ins Race-Video packen, dass da auch noch ein bisschen was Spannendes drin ist, weil ich glaube, es wird relativ schwierig, am Race-Day auch zu filmen. Aber das werde ich jetzt immer noch planen. So, bevor ich es jetzt wieder vergesse zu sagen, der aktuelle Stand ist, dass das Wasser zu warm ist. Man sieht es aber, glaube ich, schon, es hat heute wieder extrem runtergekühlt vom Wetter. Mir ist auch tatsächlich so, ja, es ist sehr angenehm, aber es fühlt sich ein bisschen kühl an, dass hoffentlich der See wieder auf Neo-Temperatur runterkühlt. Das wäre natürlich super. Ja, da bin ich natürlich um einiges schneller. Und knietechnisch, ja, ich spüre halt jetzt zurzeit nichts. Also ich habe quasi an dem Tag, wo ich die Laufpause begonnen habe, noch so leicht mein Knie gespürt. Und seitdem bei den ganzen Radkilometern und beim Schwimmen und bei den paar Spaziergängen, beziehungsweise auch in München durch die Stadt gehen, nichts gespürt. Das heißt, ich bin relativ zuversichtlich. Wobei ich sagen muss, dass dann 10 Kilometer jetzt doch gerade relativ hart klingen. Nach 1,5 Kilometer Schwimmen und 40 Kilometer Radfahren. Ich bereite mich jetzt hier gerade nochmal auf eine kleine Bike-Check und einfach Beine einrollen, Radeinheit vor. Einfach 20, 30 Minuten locker rollen. Und danach, wenn ich damit fertig bin, nutze ich das quasi als Warm-up, um Transitions zu üben. Ich hatte tatsächlich eine relativ solide Nacht, also ja, ca. 9 Stunden geschlafen, relativ gut. Und wenn ich jetzt heute noch mal ein Stück früher ins Bett gehe und dann ca. um 5 aufstehe morgen, dann sollte das auch super gut hinhauen. Ich glaube auch, man sieht auch schon, dass ich relativ warm angezogen bin. Es hat noch mal mehr runtergekühlt. Deswegen, ich will jetzt auch nicht krank werden. Ich habe unter der langärmeligen Radshirt noch einen Skiunterhemd an. Also ja, vielleicht wird der See noch so kalt, dass man doch ein Neo anziehen darf. So, ich hatte jetzt hier schon einen kurzen Schreckmoment. Hier ging es so 2 Kilometer leicht bergauf und Gegenwind und das hat man nicht wirklich gemerkt. Dann war ich halt super langsam, aber dafür in die andere Richtung halt locker 40 km/h oder so. Also Puls unter 120, das heißt, alles gut. Ich werde jetzt mein Rad, die Schuhe dran machen und dann noch ein bisschen Transitions üben. Das heißt, Socken anziehen, dann in die Radschuhe. Losfahren, Schuhe anziehen auf dem Rad, dann Schuhe ausziehen auf dem Rad, runter vom Rad springen und so weiter. Und dann sollte das alles ziemlich gut hinhauen morgen. Genau, Beine sind frisch, ich fühle mich gut. Ich mache die natürlich auch immer schrecklich fest, gell? Ich muss da mal andere Radschuhe besorgen. Also, ich würde sagen, das klappt an sich morgen ganz gut. Aber ich mache mir keine großen Sorgen. Es wird einfach eine Wundertüte beim Laufen, muss ich halt ganz ehrlich sagen. Ich war 2 Wochen nicht laufen. Ich werde auch jetzt nicht laufen. Ich will mein Knie überhaupt nicht belasten. Dass es morgen möglichst lang hält und ich möglichst lang schnell laufen kann. Ausdauer ist ja noch da. Und ich denke, Geschwindigkeit wird auch noch da sein. Deswegen, solange mein Knie hält, soll es morgen gut gehen. Insgesamt bin ich diese Woche dann ein bisschen über 100 Kilometer auf dem Rad gesessen, habe eine Schwimmeinheit gemacht, knapp eine Stunde, 2600 Meter und war circa 2 Stunden bouldern. Das Ganze würde ich jetzt mehr so als Krafttraining und Core-Session werten. Das hat auf jeden Fall überall gut Muskelkater hinterlassen und ich fühle mich auch gut vorbereitet auf morgen. Natürlich hat in den letzten Wochen einiges an Training gefehlt und ich werde nicht die Leistungen abrufen können, die ich gern abrufen würde, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass ich morgen gut abliefern kann. Es wird ein separates Race-Video dazu geben. Wer das nicht verpassen will, kann gerne den Kanal abonnieren und wer bis dahin noch ein Video anschauen will, der kann sich die letzte Trainingswoche hier anschauen und dann sehen wir uns schon vermutlich nächsten Dienstag im Race-Video zur olympischen Distanz in Bad Tölz wieder.